Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich heute eine Baufolge machen soll. Verschieb's jetzt aber, weil die dauern immer ein bisschen länger und ich muss gleich schon wieder los. Wir haben jetzt 19.34 Uhr und ich will nachher noch Fußball gucken. Also wir haben heute, was ist heute für ein Tag? Dienstag. Denn heute spielt Bayern München gegen Atletico Madrid. Ich bin zwar kein Fan irgendeiner von den beiden Vereinen, aber immer wenn eine deutsche Mannschaft in der Champions League oder sowas spielt, gucke ich mir das dann doch gerne an. Und deswegen muss ich gleich los. Und deswegen gibt es heute mal nur 5 Flugzeuge, weil ich habe festgestellt, die letzten Tage habe ich immer bei 6 Flugzeugen über 20 Minuten gebraucht. Das ist auch vollkommen in Ordnung, diese 20 Minuten Folgen. Ich glaube, die gehen für euch auch klar. Aber weil ich heute wirklich extrem unter Zeitdruck bin, machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Ich schätze mal, eine Viertelstunde wird es wohl werden. So, und Serafinium hat auch was eingesendet. Ich weiß, das hängt schon ein bisschen länger in der Pipeline. Aber ihr wisst, meine, oder auch Serafinium, eigentlich, du müsstest auch wissen, momentan hängt alles ganz schön lang in der Pipeline, weil ich einfach so viel Krempel kriege. Auch wenn es manche nicht glauben können, ich kriege echt viel. Aber ich habe mir überlegt, ich starte heute nicht von hier, sonst werde ich nämlich gleich wieder vom Himmel runtergeholt. Was ich jetzt machen werde, wir starten vom Wright Airport, denn ich muss kurz gucken. Seras hatte mir nämlich geschrieben, wenn ich vom Wright Airport aus starte und dann, ich glaube, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Aber erst will ich mal gucken, ob das von alleine startet, das Teil. Ah, nee, nicht ganz. Aber ist egal. Und dann, jetzt muss ich kurz schauen, nach links fliege über unsere alte Insel drüber und dann immer weiter geradeaus. Dann sollte ich da wohl irgendwo eine Überraschung finden. Das ist irgendwie ein Kraken, Cthulhu oder sonst irgendwas. Ich bin gespannt. Und Serafiniums Flieger nehme ich da jetzt einfach mal und flieg mal in die Richtung. Das könnte es sein. Ich soll nach irgendeinem großen Stein Ausschau halten. Ähnlich wie die kleinen Inseln. Also da ist jetzt schon mal eine Insel, aber ich schätze mal, dass es das nicht ist. Naja. Nehmen wir mal ein bisschen Speed auf. Das Ding fliegt ziemlich gut, ey. Das ist diese, quasi diese Nurflügeltechnik. Ich habe mich ja auch mal dran probiert. Bin aber ja damals gnadenlos gescheitert. Was, glaube ich, vor allem daran lag, dass ich einfach zu instabil gebaut habe. Das hier sieht ziemlich stabil aus. Hier überall noch so ein paar Querstreben sozusagen mit ins Design eingebaut. Schon ein bisschen was anderes als bei mir. Und die Dinger sind halt immer so extrem wendig. Und das hier genau wie das gleiche. Extrem wendig. Gefällt mir ziemlich gut. So. Irgendwo. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich fliegen muss, ehrlich gesagt. Das kann sein, dass ich jetzt einfach mal 2 Minütchen starr geradeaus fliegen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin überhaupt auf dem richtigen Kurs. Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass das komplett falsch ist. Aber eigentlich an der Wegbeschreibung war jetzt nicht so viel falsch zu verstehen, sag ich mal. Scannen wir mal den Horizont ab, aber da sehe ich jetzt erstmal nichts. Naja. Cool, was ist das für ein Cockpit? Das ist ja nice. Das ist wie wenn du durch so einen Ritterhelm guckst. Viele wissen ja, oder der aufmerksame Zuhörer und Zuschauer weiß, ich mache ja LARP, also Live Action Roleplay. Und da gibt es ja auch ganz viele Leute, die wirklich in komplett Vollmontur rumlaufen. Also Helm, Rüstung, bla bla bla. Und ich hatte da auch mal einen Schaller auf. Also so ein Klapphelm. Und da siehst du echt wenig.
Ich habe selber, ich habe fast nur Lederrüstung und ich habe auch einen Lederhelm, aber eher so Barbuta-mäßig. Das wird den meisten jetzt nichts sagen, aber korinthisch würde ich es jetzt mal nennen. So zum Beispiel wie die Spartiaten aus, oder wie, ja, aus 300 oder sowas. Naja, also, cooles Ding hier. Aber ich habe auch ehrlich gesagt von Seraphinium nicht anderes erwartet. Die baut immer schöne Sachen. Gehen wir weiter zur F306 von Infernocraft HD. Der hat auch immer nette Sachen gebaut. Okay, das sieht nice aus, vor allem quasi hier oben so ein bisschen versucht anscheinend ein Muster zu machen, was da, das reflektiert so lustig. Und ich habe, Alter, ich vergesse die ganze Zeit mein Skype auszumachen. Ich weiß auch nicht, warum das heute an ist, weil ich habe den PC gerade erst hochgefahren. Ah, das fährt irgendwie ein bisschen schief. Irgendwas ist da falsch. Aber gut. Starten geht ohne Probleme. Ah, das wackelt aber ganz schön ordentlich, ey. Gut, das liegt wahrscheinlich im Flügeldesign. Aber es fliegt eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man lenkt, fliegt es gut. Man darf nur nicht gerade werden. Dann wackelt es erstmal nach. So, aber ich nutze das jetzt einfach mal. Und porte mich quasi hierhin. Ich fliege mal ein Stück nach oben. Ich weiß nicht, ob ich dann mehr sehe oder ob ich dann weniger sehe. Aber man kann ja hoffen. Ich hoffe, ich fliege jetzt überhaupt noch in die richtige Richtung. Nicht, dass der Wegpunkt das irgendwie vercheckt hat und mich jetzt gerade in eine falsche Richtung schickt. Aber ich sehe noch nichts. Scheiße. Seras, sag mal bitte dann in den Kommentaren, ob das die richtige Richtung war. Ich habe irgendwie so das Gefühl, hier ist ein Scheißdreck. Habe ich mich irgendwie verflogen? Ich bin verwirrt. Ich versuche mal ein bisschen Speed drauf zu kriegen, indem ich nach unten fliege, aber das Ding hier wird kein Rennen gewinnen. Boah! Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch was kommt. Ich glaube, ich bin falsch. Ah, scheiße, warte mal. Ich sehe gerade, wenn du... Ich lese mal vor, was Seras geschrieben hat. Wenn du Xulu einen Besuch abstatten willst, flieg vom Wright Airport nach dem Start nach links über die andere alte Insel und verfolge diesen Kurs, bis du einen großen Stein im Wasser siehst. Was ist denn die andere alte Insel? Ich bin verwirrt, also hier bin ich definitiv falsch. Aber hier, zum Flugzeug. Irgendwas, also irgendwie, sieht ganz nett aus, aber irgendwie passt das mit den Flügeln nicht. Irgendwie fliegt das komisch. Aber ich find das irgendwie so ein lustiger Effekt, wie so ein Kaleidoskop, wenn du da so durchguckst. Finde ich ganz witzig, den Effekt. So, was haben wir als nächstes? 100, was sind wir heute? 129, alles klar. Von Bleihit, eine HE-163A2. Das Ding kenne ich sogar. Hat er auch mir geschrieben aus War Thunder. Ja, das habe ich da auch schon gesehen. Will ich auch versuchen freizuschalten. Upsi. Aber noch nicht. Moment, ich will zur Avalanche Airport. Aber hab's noch nicht freigeschaltet bei War Thunder. Spiele ich momentan noch leider überhaupt nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Ab heute Mittag übrigens Key bekommen für Battleborn. Hatte ich ja angekündigt. Alter, was? Wow! Hatte ich ja angekündigt, dass zu Battleborn. Nicht natürlich nicht Battleborn, sondern Battleborn. Dass da demnächst ein LP zukommt. Ich weiß noch nicht, also kein regelmäßiges, sondern das wird wohl eher sporadisch sein, so ein 16-Uhr-Slot Gedöns, weil momentan habe ich ja kein Robocraft mehr, da
Da hat sich momentan wirklich meine Lust gelegt. Das ist ganz komisch bei mir bei RoboCraft. Ich spiele es total gerne. Aber es gibt einfach so Zeiten, wo ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf habe. Und das kann sehr schnell wechseln bei mir. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da gab es zwar jetzt auch wieder einen großen Patch. Aber ich habe da momentan so gar keinen Bock drauf. Was sehr schade ist. Ich würde eigentlich den Patch gerne ausprobieren. Aber das Spiel sagt mir momentan nicht zu. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, dass Battleborn da jetzt kommt. Da haben wir da auch wieder was Neues. Overwatch geht jetzt in die Open Beta. Wobei, das hat euch wohl nicht so gefallen. Da haben nicht wirklich viele Leute zugeschaut, was ich sehr schade finde, weil ich finde Overwatch mega geil. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel momentan. Und ja. Nur so, ne? Also Blyhit, ey, das Ding fliegt ziemlich gut. Man darf es allerdings nur mit dem Joystick fliegen. Ich glaube, alles andere wäre fahrlässig. Aber Blyhit hat mir eine lustige Frage gestellt. Ihr könnt mir übrigens immer gerne mal eine Frage stellen. Ich versuche die dann auch immer mal wieder zu beantworten in den Folgen. Und zwar hat er mich gefragt, ob ich schon mal auf einer türkischen Hochzeit war, weil er gerade auf einer türkischen Hochzeit war. Und da kann ich ganz klar antworten, nein. Was allerdings auch daran liegt, dass ich nur sehr, sehr wenig Türken kenne und die noch nicht geheiratet haben. Aber was ich, glaube ich, relativ ähnlich empfinden würde, also meine Freundin, also die Familie von meiner Freundin kommt ja aus Rumänien und da hatte ihr Vater, war das dieses Jahr? Dieses Jahr, was war das, 50. oder 55. Geburtstag, ich weiß es nicht mehr, denn das wurde ziemlich groß gefeiert. Oder was heißt groß gefeiert? Also für einen Geburtstag, finde ich, war das groß. Da waren, wie viele Leute werden da gewesen sein? 60, 70, keine Ahnung. Also meine Eltern feiern nie so groß. Also nur mal, um den Maßstab einzuordnen. Ich weiß, 60, 70 Leute sind für manche Leute keine Größe für Feiern, aber bei mir ist das groß. Und ey, das war so laut und den ganzen Abend trinken und essen und tanzen. Die tanzen so viel, das ist der Horror. Und die Musik ist so unfassbar scheiße. Aber das war schon, ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Ich weiß, bei so türkischen Hochzeiten sind dann immer irgendwie hunderte von Leuten dabei. Aber das kann ja auch ganz nett sein, wenn man die natürlich alle kennt. Zum Beispiel mein Onkel war ein paar Jahre lang in Südkorea beruflich, hat da auch seine Frau kennengelernt. Und die haben da auch geheiratet. Bei denen ist das halt ganz anders. So, ich bringe das Ding jetzt nochmal zum Absturz. Bei denen ist das ganz anders. Da waren knapp 1000 Leute auf der Hochzeit. Und das war eigentlich nur eine kleine Hochzeit. Und wow. Und da ist das ganz anders. Aber die kann man also so... Asiatische Hochzeiten kannst du eh immer schlecht vergleichen. Ganz anderer Kulturkreis. Aber nee, also wie gesagt, auf einer türkischen Hochzeit war ich nie. Wird wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft erstmal nicht anstehen. Bei mir sind es wahrscheinlich erstmal deutsche Hochzeiten. Ja, stimmt. Zum Beispiel irgendwann Ende Juni bin ich zum Beispiel gerade auf einmal, fällt mir auf. So, aber erstmal jetzt hier. Butter bei die Fische. Das lief von Chief Tarful. Also ich gebe übrigens jetzt erstmal auf, das Cthulhu zu finden. Ich glaube, da habe ich mich verflogen. Chief Tarful hat ein Blatt gebaut. Ein Blatt im Winde. Das sieht ziemlich cool aus. Mit dem, ich sag mal, freischwebenden Cockpit möchte ich es mal nennen. Das ist eine ziemlich nette Idee. So, das Ding nach vorne klappen. Alter, das startet mega gut. Alter Falter. Großes Kino. Ja, aber bei mir ist es momentan echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ups, okay. Man muss ein bisschen aufpassen beim Fliegen. Weil ich bin jetzt in so einem Alter, wo man halt auch gerne mal heiratet und Kinder bekommt. Also nochmal zur Information, weil das immer mal wieder gefragt wird. Ich sag's einfach, glaube ich, jetzt alle 5 Folgen irgendwie mal. ich bin 27. Ich werde jetzt 28 bald. Im Juni. Und ich bin jetzt in so einem Alter und logischerweise dann die meisten meiner Freunde auch.
wo es halt echt ans Kinderkriegen und Heiraten und so losgeht. Also bei mir noch nicht. Ist jedenfalls noch nicht geplant in der nächsten Zeit. Und jetzt musst du dauernd irgendwo hinrennen. Entweder eine Hochzeit oder langsam geht es dann auch schon bald los mit, ach, kannst du mal auf unsere Kinder aufpassen? Und das ist jetzt gerade so bei uns im Freundeskreis quasi so ein bisschen die Umbruchzeit, wo man so richtig erwachsen wird, sag ich mal. Ein Job und so ist ja alles schön und gut, aber erst wenn es dann so richtig hardcore an die Familienplanung geht, dann weißt du meiner Meinung nach, jetzt wird's kritisch. Aber meine Freundin hat mir schon einen quasi einen Termin genannt. Bevor sie 28 ist, will sie gar nicht heiraten. Ist aber eigentlich auch gut. Bis dahin kann echt noch viel passieren. Wir sind beide noch jung. Und wie alt ist sie jetzt? Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie alt meine Freundin ist. Ich glaube, meine Freundin ist 23. Ja doch, 23. Und das heißt, ich habe noch 5 Jahre Schonfrist. Oder 24? Um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie alt meine Freundin ist. Sagt's ihr bitte nicht. Sagt's ihr bitte nicht. Das Problem ist, fällt mir gerade auf. Meine Freundin guckt ab und zu öfters mal Videos. Also, Schatz, wenn du das Video gerade guckst, tut mir leid. Aber du weißt, ich bin sowas ganz schlecht. Aber hier nochmal zum Leaf. Das fliegt verdammt gut. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass das alles ein bisschen gemächlicher ist, ist das ein schönes Ding. Sieht irgendwie, ich weiß nicht, aus wie so ein Samenkorn hier in der Mitte. Das ist eine interessante Idee, sag ich mal. Das ist eine interessante Idee. Frag mich, ob das schwer war, hier so diese Form zu bauen. Weil das geht halt echt gut ineinander über. Kann ich gar nicht sagen, ob das schwer war. Naja. Aber eins haben wir noch zu zeigen. Ich glaube, es ist sogar noch ein Auto. Auto? Heute habe ich wieder so viele komische Sachen geredet, ey. Ja, es ist noch ein Auto von Minecrafter 1981. quasi mit einer Einachsenaufhängung, keine Einzelradaufhängung, sondern eine einzelne Achsenaufhängung. Und das nehme ich jetzt mal. Wo ist dieses, genau da, dieses Car, nee, Moment, nee, nicht das. Jumpsaw? Jupp. Ich hatte nämlich mal geguckt vorhin, was es hier noch so für Krempel gibt. Ich glaube, ja, ich muss das Triebwerk noch anschalten. Boah, das Ding lenkt sich ziemlich gut, ey. Schön. Und, oh mein Gott, da ist ja eine Wand. Sind die denn verrückt? Oh, krass, da hat's die Achse einfach zerrissen. So. Mal kurz was ausprobieren. Warum sollte ich da denn gegen die Wand springen wollen? Kann mir das mal jemand verraten? Scheiße, das ist ein bisschen kopflastig. Oder? Oder habe ich mich, oder täusche ich mich da gerade? Ich würde nämlich gerne drumherum fahren. Oh mein Gott. Die Schatten sind total misleading. Um es auf Englisch zu sagen. Wo ist denn da, wo geht's denn da die Rampe runter? Boah, die siehst du erst im letzten Moment. Okay, ich fahre jetzt einfach geradeaus und spring mal die Rampe runter. Aber die ist wohl, das ist ein bisschen kopflastig, das Auto. Komm schon. 360, 720. Kriege ich nicht mehr hin, schade. Okay, aber dann spawnen wir doch nochmal Proving Grounds. Können wir mal gucken, ob das Ding was aushält. Aber das Ding ist hart bewaffnet, ey. Ist aber auch leider das Problem, weil dann explodiert es halt relativ einfach. Und das mit der Starrachse vorne ist etwas problematisch. Aber diesmal ist das Ding schneller, das heißt, ich kann mal versuchen, über die hier drüber zu fahren. So, langsam rüber.
Ja, Alter. Ja, jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch. Ah, das war so eine schöne Idee, das Fahrzeug, aber so richtig komme ich damit nicht zurecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt. Aber wahrscheinlich. Wobei, ich sag mal Hälfte, Hälfte. Boah, die Dämpfer springen aber ein bisschen zu sehr. Aber guck mal, wenn man das ganz langsam angeht, ist das eine super Sache, das. Lol. Nee. Gib Stoff. Lol, ich hab mich aufgebockt. Ich komme hier nicht mehr weg. Oder? Oder? Bisschen Gewicht vorne wegnehmen. Es hört sich jetzt blöd an, aber die Raketen wiegen ja, glaube ich, auch was. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen Gewicht von der Achse weg, aber not. Ah, die Raketen kriege ich nicht weg. Scheiße. Verdammt. Naja, jetzt bin ich schon wieder über 20 Minuten, ey. Deswegen muss ich jetzt mal Schluss machen. Sorry, Leute. Aber ihr wisst, ich muss los. Sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und heute auch fürs Zuhören. Ich habe heute ganz schön viel Blödsinn geredet, aber naja. Was mir gerade noch einfällt, ich werde momentan öfters gefragt, das muss ich jetzt noch loswerden, wie es aussieht, ich wollte ja mal im Schützenverein vorbeigehen, habe ich noch nicht geschafft, Arbeit zu stressig, abends zu spät zu Hause. So, das war's von mir, macht's gut, Freunde, tschüssi.